So, und Level 14. Ich bin so hardcore. So, wir kommen im Kalkatodenstrahler. Ja, das ist noch dick, Alter. Wow. Ist schon nice. Oh. Oha. Keine Chance. Aha. Schade. Boah, was ist denn hier los? Boah, wow. Geh wieder hoch. Ach du Kacke, eine Spinne. Wo jetzt? Alter, was ist denn hier? Boah. Ich brauche eine Landkarte. Hier geht's noch nicht weiter, okay? Ey, das hat so voll die Optik, als wenn sich das bewegen würde. Alter, Leute, was macht ihr denn hier? Haben wir hier jetzt oder? Nein. Meine Güte, was hier abgeht, ey. Ist ja. Gut, ich guck mal, hier dürften wir noch gar nicht sein, also ich mal lieber wieder zurück. Okay. Wie das aussieht hier. Oh. Was jetzt? Ah. Ah, okay, man darf also doch schon sein. Na gut, dann ist natürlich alles legitimisiert. Ne, da unten waren wir. Hier waren wir. Ja, und hier ist nämlich nicht legitim. Okay. Dann gehen wir jetzt mal doch über den anderen Weg, gucken, ob wir den da aufbekommen irgendwie. Ne, da müssen wir lang. Waren wir hier schon? Ja. Ach klar, war das hier mit dem komischen Viecher. Boah, Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ah! Interessant. Hier ist ein Schalter. Auch interessant. Noch ein Schalter. Gott, so viele Schalter schon wieder hier. Ah. Oha. Oha. Was hat der jetzt gemacht? Ach, vielleicht hier die anderen Dinger da. Ja, genau. Ach, du Kacke. Ich hasse solche Geräusche. Nein!
Oh fuck, Alter. Das gibt's eine Katastrophe. Ich will raus. Passiert jetzt hier noch was? Achso, da oben. Ah, ich muss jetzt noch auf. Ich will aber nicht. Viel Rüstung gibt's hier auch. Alter, was ist das denn für eine geile Optik hier, bitte? Geht's noch weiter? Ja. Oh. Bitte runterfallen! Ich hänge in der Wand! Digga, was geht hier ab? Ich traue mich hier gar nicht viel mehr lang zu laufen. Fuck. Boah, ich werde noch weiter unten. Oh, Alter, was ist denn hier los? Go! Das ist geil! Wow! Mag ich. Fall ich gerade ultra drauf ab. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mit Brutal Doom würde ich so hart verkacken. Aber mit Doom for Doom ist es einfach so ultra geil, so ultra funny. Es ist halt. Ja. Ist halt so der Unterschied. Bei Brutal Doom ist halt alles ultra ernst, ultra brutal halt. Aber Doom for Doom ist halt genauso wie Doom 2016 halt ein totaler Lacher. Also. Ich meine, ich hab Doom 2016 schon nicht ernst genommen. Sieht ultra geil aus, ja, aber. Es ist halt im Vergleich zum Original Doom. Geht noch, aber im Vergleich zum Brutal Doom ist es echt ein Witz. Okay, räume ich ja mal hier ein bisschen auf. Beziehungsweise die räume ich schon selber auf, wie es aussieht. Aua. Wow. Aber kann sein, dass hier die Wände runterfahren? Boah, Alter, nein, jetzt, hä? Löffel. So. Ja, die Welle fahren nach und nach runter. Das heißt also, ich muss ziemlich aufpassen. Halleluja.
Ja, unter mir ist auch alles aufgegangen. Was zur Hölle ist hier nur los? Oh, Alter, unten ist jetzt auch alles aufgegangen. Alter, man kann es übertreiben, Leute. Boah. Ich glaube, ich schieße einfach mal wirklich mal eine BFG einfach mal durch. Durch das gesamte Haus. Oh, Alter, Leute! Fuck! Wollte ich nicht. Oh Mann. Gut, okay, also als allererstes räume ich mal hier mit den Dingern auf. Hände ist was Rotes. Aber auch schon getroffen. Oh, mein Riss ist schon wieder komplett. Ich kann den nicht steuern. What? Lebe ich jetzt noch oder bin ich tot oder? Hallo? Ja. Laut Spiel wird offiziell gestorben. Wow. Hä? Ach so, ich bin noch dabei. Alle weg? Klingt so. Gut. Wir müssen irgendwoher einen blauen Schlüssel bekommen. Ach, haben wir bereits. Warte, ja doch, da brauchen wir schon noch blau. Gut. Dann kaufe ich mal das Ding hier und gehe mal direkt. Oh komm, die dauert so lange. Ich will für die Treppe ewig brauchen. Von daher gehe ich einfach mal direkt nach hier oben. Sorry, aber... Ach, den blauen Skull brauchen wir. Was hast du vermisst? Das finde ich aber traurig. So viel zu dem Thema. Blauen Skull. Muss ich jetzt hier alle durchsuchen oder was? Oh, jetzt wieder offen. Brauche ich von hier irgendwas? Nee, ne? Oh mein Gott.
Gut, Riffer wissen wir, wir haben schon mal ein bisschen BFG-Munition. Ich renne mit einer LOL. Achso, seht ihr ja gerade. Ich schon wieder. Hab mich auf den verdutzten Typen, der vorhin rumgeschrieben hat, mal ein bisschen geantwortet. Auf meine Art und Weise. Heißt also. Lustig. Oh, Reaktion ist gerade LOL. Oh, wow. Irgendwie haben die es gerne irgendwo festzustecken, kann das sein? Ich meine, die können sich doch gerne mal bei mir an gewissen Stellen festbeißen. Oh. Worum geht's? Genau hier. Also hier finde ich nur so einen blauen Skulp. Ich werde hier noch wahnsinnig. Nein, wollte ich gerade. Leck mich am Arsch, ich werde sowieso neu laden wahrscheinlich. Ja, das Ding ist auch schon weg. Wo zum Fick kriege ich den roten Skulp her? Blauen Skulp meine ich doch. Da unten? Auch nicht. Was ist das? Wow, kommt wieder nach oben. Na gut, immerhin. Ich kriege auch keinen her. Alter, wo kriege ich denn? Was ist denn hier? Wo? Ah! Dankeschön. Fuck. Wollte ich hier noch einen aufsammeln? Werden wir eh wahrscheinlich wieder verlieren. Und da nehme ich mir lieber für den Schluss auf. So. Hopp. Jetzt flyen wir mal wieder hoch. Ich wollte hochflyen. Ich bin auf the fly. Hä? Oh! Da könnt ihr nicht, wir können nicht zurück. Boah, Alter. Wo geht's hier lang? Was mache ich hier eigentlich gerade? Boah, bitte was? Ich sehe nichts mehr. Alter, die Waldschule, was hat das denn gerade schon wieder? Uah. Was? Wie konnte das denn passieren? Oh. Nochmal an alle, wenn ihr durchgelegt werden wollt, bitte der Reihe nach. Nicht alle gleichzeitig, ich habe nur eine Kettenpflege. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Och nein. Alter, ernsthaft? Oh, wie aufmerksam. Wieso drückt er mich nach hinten? Also es würde ausreichen, wenn er mich abschießt, ja? Aber er muss mich ja nicht nach hinten drücken dabei. Gut, neue Prioritätenliste.
Der Revenant macht vielleicht gar nicht so eine Geräusche, aber gut, lassen wir uns einfach mal im Raum stehen. Hä? Ach da. Wo kommt die denn jetzt her? Hat doch hier aufgeräumt. Ach lol. Oh, roter Skull. Wofür ich den wohl? Ach da! Da war irgendwo so ein roter Schalter, ne? Okay. Fuck you! Oh, Ende. Gut, jetzt muss ich nur gucken, ob ich wieder zurück kann. Halt, wo war das? Da oben. Dankeschön. Boah, Alter. Was ist das hier alles? Wow. Schau ich doch noch einen Fall. Ups, bin ich aus dem Web rausgesprungen oder was? Oh, ja. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ist auch ein Secret. Okay. Es sind doch nicht alle Gegner tot. Ach, ja, dieser Imp da oben, dieser, Quatsch, nicht Imp, nicht der, der in der Wand immer feststeckt. Oh, da ist auch noch einer. Die Frage ist, kommt überhaupt zurück? Yay! Wo war der jetzt? Was? Hat noch einer überlebt? Frage ist nur, wo? Gott, die können jetzt überall sein. Rennt jetzt die gesamte Map ab? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Hey, komm, lassen wir. Ich hol noch hier schnell ein bisschen Muni. Perfekt. Fertig. Aus Nito Feierabend. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Irgendwas von Interesse. Lol. Oh, wir hätten hier doch ganz schön viel gehabt. Ja, ich glaube doch, auch mit Pudeldummen hätte man hier relativ... Wäre zwar schwer geworden, aber nicht unmöglich, sage ich jetzt mal. Weil das Schöne ist halt an der Map, man hat ja relativ viele Rücksitzmöglichkeiten. Gerade wenn man sich ein von den Dingern da sichert, dann hat man immer relativ gute Rückzugsmöglichkeiten. Weil wenn man hier ist, dann laufen alle Gegner in diese Richtung. Das heißt also, sie laufen sich hier unten ein, unter einem. Und damit hat man hier oben erstmal Ruhe. Und damit kann man immer wieder eine relativ sichere Stellung beziehen. Deswegen, also, es ist zwar definitiv eine schwerere Map, aber kein unmöglicher. Das gleiche ist bei der Bekämpfung vom Cyberdemon. Die könnte man auch von hier oben richtig schön... während er an einem nicht rankommt. Ja, komm, fuck off, ich gehe jetzt ins Ziel. Ist mir wieder ein Alter. Ich meine, wenn es einfach nur Secrets fehlen, okay, aber es fehlt ja auch noch mindestens ein Gegner. Und was jetzt? Nein. Geronimo! Gutchen, ich glaube, lass ich jetzt erstmal, was ist das? Eigentlich wäre eine halbe Staffel bis Folge 15. Ich weiß nicht, ob ich heute noch eine Folge aufnehme. Ich glaube nicht. Ich meine, Map Pack ist ultra cool, deswegen vielleicht werde ich heute noch mindestens eine Folge aufnehmen. Vielleicht lasse ich das aber auch, je nachdem. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal eine Pause. Von daher. Ja, fuck off, ich mache jetzt eine Pause, lasse jetzt alles rendern, lade dann die Folgen auch noch dann hoch. Dann kann ich vielleicht morgen alle Folgen, die ich heute und gestern aufgenommen habe, schon mal online stellen, also bearbeiten und dann online stellen. Von daher war es das erstmal.
Würde ich mal sagen, schau mit V.